Du hast mich gedrängt, auf meine Reise auch in Al-Anfa-Halt zu machen. Nun bin ich hier und ich muss dir sagen, liebstes Schwesterchen, dass ich den Augenblick herbeisehne, endlich wieder von hier fortzukommen. Sicher, die Stadt ist großartig, ganz wie du mir beschrieben hast. Und der Besuch in der Universität war eines der spannendsten Erlebnisse meiner Reise. Dennoch habe ich ständig das Gefühl, als wartete das Volk hier nur darauf, dass ich einen falschen Schritt mache, damit sie über mich herfallen und mir die Kehle durchschneiden können. Mein Gastgeber, ein reizender Mann übrigens, hat mir erzählt, dass sich das Volk seit der Seeschlacht von Phrygaios so aufführt. Alle paar Tage bricht ein neuer Tumult los, der jedes Mal blutig niedergeworfen wird. Bete zu unserer Herrin Hesinde für mich, liebstes Schwesterchen, dass ich von ihr fortkomme, solange die Wut des Volkes noch schwelt. Denn ich fürchte, wenn sie erst einmal ausgebrochen ist, wird sie diese Stadt hinwegfegen. Es gibt keine Unruhen in der Stadt. Jeder, der etwas anderes behauptet, missversteht die Ursachen der gegenwärtigen Empörungen, die nichts anderes sind als die infamen Versuche auswärtiger Störenfriede, die die innere Ordnung bedrohen und das Imperium stürzen wollen. Der Rat hat die Stadtwache mit Unterstützung der Basaltfaust angewiesen, mit allen notwendigen Mitteln gegen die Anführer vorzugehen. Mitte Travia, 1031 nach Bosbarans Fall. 2 Monate sind vergangen nach eurem letzten Abenteuer. Die Unterwasserstadt von Chalven hatte mehr Verwirrung als Ergebnisse. Die Hexen hatten vor dem Erwachen der Gigantin gewarnt. Nun ist es soweit, doch eine Gefahr für die Menschheit schien dies nicht zu sein. Auch Boltax hat sich euch in Kunchum bei einem kurzen Aufenthalt wieder angeschlossen. Die Tokamujak brachten ihn mit ihren Flößen an den Hafen und ihr hattet eine ganze Menge an Briefen zu schreiben. Zulamin hat viel Politik für Janka gestaltet und Abelmir eine Prothese gebastelt. So ist aus Jarlan Goldhand und kurzzeitig ohne Hand nun ein Jarlan Greifenmund Eisenhand geworden. Eure Geschichte schreibt sich fort. Doch Rafim und Diamantis drängen auf Fortschritte und nach zahlreichen Teestuben in Kunchum brecht ihr nun auf nach Al-Anfa. Die schwarze Perle des Südens. Der Weg dorthin ist gefährlich, doch nach 2 kleineren Piratenüberfällen und einer längeren Flaute erreicht ihr schließlich den schwarzen Vulkan, der dort am Horizont aufragt, und die laute Stadt, die bereits aus der Entfernung zu euch hinübertönt. Willkommen in der Bucht von Al-Anfa. Spürt ihr das? Es ist Heimat. Oh, Diamantes, oh, fühlt ihr es? Oh. Bis hier leuchtet sie. Die Luft ist hier ganz anders, viel frischer, viel heimischer. In diesen Gewässern treibe ich mich viel lieber rum. Sprich, Boltax, dein erster Eindruck, ich bin so gespannt. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt dieses schwarze Gestein schon sehr, es macht wirklich viel her. Es gibt dieser Stadt so einen wunderbar mysteriösen Glamour. Oh. Ich muss gestehen, ich hatte schon gefürchtet, wir würden niemals hier ankommen. Ja, das Wetter war nicht ganz auf unserer Seite, es hat etwas länger gedauert, aber... Aber sonst verlief die Überfahrt doch ganz angenehm. Zumindest wurden wir kaum angegriffen. Ich hatte fast schon vergessen, wie normal das Wasser riecht. Das ist seltsam, nicht wahr? Nun ja, nein, eigentlich nicht. Wir waren ja jetzt wirklich beileibe viel zu lange in diesen unangenehmen, unsäglichen Gewässern. Das hier ist einmal etwas erfrischend anderes. Oh. Nun ja, ich mache mir weniger um das Wasser Sorgen, sondern um die Menschen. Al-Anfa ist auf seine Weise genauso gefährlich wahrscheinlich wie Fasar. Ach, das ist die schönste Stadt im ganzen Kontinent. Ich sehe keinen Widerspruch. Ihr solltet euch freuen, sie endlich aus der Nähe betrachten zu können. Wartet nur ab, ihr wolltet ja auf der Hinfahrt nicht, aber wenn wir die Zeit haben, werden wir noch auf Jilaskan vorbeikommen. Dann seht ihr die wahrhaftig schönste Stadt auf dem gesamten Kontinent. Aber wir waren doch schon in der wahrhaftig die schönsten Stadt des ganzen Kontinents. Ah, ist nicht Xorlosch. Ja. Es war Xorlosch, natürlich. Oh, du liest meine Gedanken. Und, Boltax, versteh mich nicht falsch, aber wir sind Menschen. Für uns sind Städte etwas anderes. Ja, außerdem durfte er gar nicht richtig rein. Ja, gut. Stimmt. Wir haben ja nur oben gesehen und du hast ja gesagt, unten noch viel mehr.
Oh ja, ja, auf jeden Fall. Da fehlt euch natürlich die richtige Perspektive, das stimmt. Da kann ich Jalans Verwirrung dann schon verstehen, dass er eine andere Stadt, Xorlosh, bevorzugen würde. Dabei wissen wir alle, naja, Xorlosh ist schon die beste Stadt. Und wir können uns zumindest darauf einigen, dass Xorlosh die am besten zu verteidigende Stadt ist. Wartet mal, gebt mir mal das Fernrohr. Sind das da hinten Häuser? Ich dachte, das wäre Gebüsch. Wie weit geht diese Stadt? Naja, also ihr, wenn ihr sie durchschreiten wollt, seid ihr lang beschäftigt, sagen wir es mal so. Oh, das waren noch Zeiten. Genau, steht uns bei, wenn wir uns verlaufen. Aber überall müssen wir nicht unbedingt hin. Die Stadt ist zwar schön, aber einige Ecken sollte man doch meiden. Genau, das wäre eine wichtige Sache, die ich gerne ansprechen würde. Rafim, beziehungsweise Diamantes, habt ihr vielleicht ein paar Verhaltensregeln für Jalan, dass wir nicht gleich wieder, mit einem Bein in Exkrementen stehen? Ich muss euch doch sehr bitten, das ist seit Wochen nicht mehr vorgekommen. Also, naja, wenn er von seinem Irrglauben abrücken könnte, dass Praius der Götterfürst wäre, das wäre ein erster guter Schritt. Oh ja, dann kannst du dich dazu durchringen. Was hattest du davon, Rafim? Du hörst auf, von deinem Irrglauben zu predigen, dass Puron der Götterfürst sei, und ich werde keine größeren Glaubenskonflikte in der Stadt anzetteln. Ich schlage vor, wir machen es wie echte Diplomaten und schneiden das Thema einfach nicht an. Ich bin mir sicher, der örtliche Wahrer der Ordnung hat viel darüber zu berichten. Hallo, runzel kurz die Stirn. Ich bin mir nicht mal sicher, wer hier gerade das Sagen hat. Ach so, ja, ab und zu laufen hier auch so ein paar Praios-Geweihte rum, die sind ganz niedlich. Aber die haben nichts zu sagen. Woran ist ja auch. Ach, Jalan, ich fang damit jetzt nicht an, wir streiten uns dann nur immer, das ist doch nicht zielführend. Also sollte man sich hier am besten gut mit Boron stellen, das war der Rabengott, oder? Ja, Boron ist sehr wichtig, aber Na super, dann kann ja gar nichts schief gehen. Ja, aber Chor auch, richtig? Ja, wir sind natürlich nicht so wichtig wie der Herr Boron, das möchte ich nicht behaupten. Aber wir erfahren hier einen gewissen Respekt, der im Mittelreich doch sehr zu vermissen ist. Oh, das ist sehr schön. Natürlich, ihr seid ja auch sehr respektable Krieger. Ich erinnere mich da an den alten Zausel in Punin. Das war doch auch ein Boron-Geweihter, nicht wahr? Ihr meint den Raben von Punin, ja? Ja, genau. Man könnte sagen, dass er an einigen Tagen das doch sehr zu Boron hält. Ja, wunderbar. Außerdem bringt uns ein Boron-gefälliges Anliegen in die Stadt. Also unter anderem, wir müssen einen würdigen Begräbnisort für Aviander finden. Und was könnte würdiger sein als die Stadt des Raben? Ja, ja, außerdem, Diamantes, hast du nicht erzählt, dass du uns noch deine Farben zeigen wolltest? Oh, das klingt auch gut. Die Plantage, die habe ich seit einigen Götterläufen nicht mehr besucht. Ich freue mich, die heimische Luft zu atmen und Tabak dort ist vielleicht nicht mit den Karinor vergleichbar, aber dennoch kann man den mal probieren. Oh, und wisst ihr, was ich gehört habe? Es soll hier auch eine unterirdische Stadt geben, genauso wie in Fasar oder Xorlosh. Ich kann schon verstehen, dass Städte ein gewisses Tamre versprühen. Ihr meint aber nicht die Kanalisation, oder? Ich meine nicht die Kanalisation, nein. Es soll eine Art verschachteltes Gangsystem innerhalb des Berges sein. Ich habe gehört, da gibt es Schätze. Nun, ich würde euch vorschlagen, ihr haltet euch davon fern. Ja, da hatte der Herr Abel mir ganz recht. Aber Rafim, denk an all das Gold. Und denk an all die interessanten Steinfresken, die man dort unten finden könnte. Oh. Ist der Berg Wisra nicht ein Heiligtum der Boronkirche? Zum einen ist und das der falschen Boronkirche, also machen wir uns darum keine Sorgen. Inwiefern jetzt falsch? Nun ja, ihr würdet doch auch einen Tempel nicht plündern, oder? Ein Brasurak-Tempel? Ja, Land, du machst es schon schwer, dich zu mögen, meine ich mal, aber das weißt du auch, ne? Du mich auch, Rafim. Ja, ich wollte es dir nur noch mal gesagt haben. Übrigens, der falsche Boron-Gott ist auch sowas, das ihr nicht ansprechen solltet, wenn ihr nicht sterben wollt. Mhm,
Wenn okay. ihr sterben wollt, ist das ein sehr einfacher und schneller Weg. Okay. Nun, mein Tod ist vorausgesagt auf ihm und er wird nicht in der Landfahr sein. Ah, ihr Helden. Abenteuer. Abenteuer. Das sind die schwarzen Felsen, von denen du sprachst. Richtig, Rafim? Oh ja, da sollten wir anlegen, sonst schießen die uns aus dem Wasser. Hab ich mir schon fast gedacht. Also gut, ich werde den Kurs setzen lassen. Irgendwas, was ich wissen müsste, wie lange bleiben wir? Nun, ich denke, das ist noch unbestimmt. Ist klar. Von da aus haben wir den besten Blick auf den Boron-Tempel, den wir erhalten können. Vielleicht solltet ihr ihn genießen, solange wir dort anlegen. Das ist das Ding mit dem Rabenfelsen, ne? Was so wie so ein Kopf aussieht, ja? Oh, ist das da, wo sich die Märtyrer hinunterstürzen? Nun ja. Da stürzen sich Leute von einem Felsen. Märtyrer. Ja. Habe ich gehört. Das ist ein sehr feierlicher Moment. Am jeden Tag des Schlafes 10 Freiwillige, die dort runterspringen, die sind große Helden der Boron-Kirche. Ja. Nur sehr wenige überleben das, wenn das Boron es will. Für mich klingt das ziemlich blöd, sich in sein eigenes Schicksal zu werfen. Nein, nein, nein. Du gibst dein Leben in die Hand Borons. Deswegen ist es auch. Ich habe gehört, ihr hattet so einen richtig guten Krieger, der sich darunter gestürzt hat. Der ist direkt aus seinen Augen gefallen. Ist das richtig? Du meinst Luca Inquisida? Wenn er so heißt, ja, ich glaube schon. Boron selbst hat seinen Sturz bewahrt und ihn vor dem sicheren Tod bewahrt. Es war noch nicht seine Zeit. Er ist ein Heiliger des Borons. Er ist erst damals blind, oder? Ja, schon vorher. Ich weiß, dass er blind ist, aber ich glaube, er war schon vorher blind. Ich bin mir da aber nicht ziemlich sicher. Er hat zumindest in den Arena von Al-Anfa gekämpft. Ein großartiger Gladiator. Er hat die Ränge gefüllt. Ich kam leider nie dazu, eins der Kämpfe zu besuchen, wegen meinem Dienst in der Armada. Ja. Hast du ihn schon mal kämpfen sehen, Rafim? Also er ist äußerst talentiert. Aber ich habe das auch nur über Hörensagen gehört. Weil, ihr müsst wissen, damals war ich noch kein hohes Mitglied in der Basaltfaust. Und der Dienst, wenn er kämpft, war sehr unbeliebt. Ein blinder Krieger? Rafim, hast du mir zu viel über die Qualität eurer heimischen Kriegskunst erzählt? Also ich kenne mindestens 49 Leute, die mit dir den Boden auffischen. Vielleicht sollte ich mir diesen Krieger mal vornehmen. Wir könnten zusammen das Krüppelbanner gründen. Ist es nicht auch ein theologischer Streitfall, ob es nun eigentlich eine Gunst Borons oder eher eine Strafe ist, zu überleben? Nun, wenn die höchste Ehre des toten Gottes ist, dich für ihn von der Klippe zu schmeißen und du dabei nicht stirbst, hat er dich wohl verschmäht. Nun, das ist eine Ansichtssache. Er hat dich auserwählt, weiterzuleben. So könnte man es auch betrachten. Ja, du musst deinen Auftrag für Boron noch erfüllen. Was auch immer das ist. Und welchen Auftrag hat der blinde Krieger nun? Das weiß nur Boron selbst. Aber ich hätte mal eine Frage. Wenn man von diesen Klippen springt, während dieses Tages, wie heißt dieser Tag noch? Ach, ist ja auch egal. Und man ein Magier ist und sich dabei in, ich weiß nicht, eine Möwe verwandelt und dann einfach wieder auf die Klippe schwebt. Ha. Naja. Nun, ich fürchte, dann wirst du ein weiteres Mal heruntergeschmissen. Oh ja, und dann verwandelt man sich halt wieder und fliegt vielleicht dieses Mal auf, ich weiß nicht, hier, diesen großen Mann, der hier in der Bucht steht. Da guckt man nicht so einfach drauf. Ich habe das Gefühl, spätestens nach dem zweiten Mal werden sie anfangen, nach einem zu schießen. Das wäre ein Frevel, Boltax. Jeder, der dort drunter springt, macht es freiwillig. Und sie legen ihr Hände, ihr Leben in Borons Hand. Warum sollte man sich dem entziehen? Es ist eine Ehre, dort runterspringen zu dürfen. Ja, ich weiß nicht. Also, es gibt ja auch noch andere Zauber, die man benutzen kann. Man könnte sich zum Beispiel eins mit dem Erdboden machen, oder man könnte seine eigene Haut versteinern, oder man könnte sich selbst leicht wie Luft machen. Ich denke, es geht exakt darum, Boltax, dass man nichts tut, sondern sich darauf verlässt, dass der Götterfürst, wie man ihn hier nennt, einen schon aus der Klemme holt. Ihr wisst schon, ein wenig Göttervertrauen.
Ja, aber... Wisst ihr, Boltax, wenn ihr euch in einen Raben verwandeln würdet, würde man das vielleicht noch als Wunder auslegen. Aber das wäre nicht rechtens. Du hast natürlich recht. Die Götter helfen vorrangig denen, die sich selbst helfen. Also, ja. Stimmst du mir jetzt zu, Yalan, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich würde dir nicht zustimmen. Ist ein... Ihr seid ein Auserwählter. Euch dort herunterzustürzen. Ja, da habt ihr recht. Und wenn ihr, mir, ich bin ein Auserwählter. Und wenn das stimmt schon. Nicht ihr, die Auserwählten, die sich vom Zelt stürzen. Aber lassen wir das. Nun, wenn ihr euch dorthin unterstürzt und nun ja, dabei die Götter betrügt, die Götter sehen alles, auch euren Frevel. Ja, ich weiß nicht, ob meine von Sumo geschenkte Magie jetzt ein Frevel ist. Wenn euch Angrosch befiehlt, durch ein Feuer zu gehen, durch eine Lava, ohne Zauber, würdet ihr es tun oder würdet ihr es nicht tun? Warum sollte Angrosch mir das befehlen, Angrosch? Es war eine Frage. Hängt davon ab. Von was? Ihnen in erster Linie der Herrin Sumu. Ihr seid also kein Sohn des Angrosch. Nun, Angrosch ist ein Sohn Sumus. Und wir alle Zwerge sind Söhne Angroschs, das ist klar. Okay, also natürlich. Wir gehen mit den Lichtsignalen. Ich habe da keine Lust drauf. Bin mal wieder oben und dirigiere den Steuermann. Aber also, ja. Also natürlich bin ich ein Sohn Angroschs, das ist keine Frage. Aber wenn der heißspörnige Sohn von der lieben und fürsorglichen Mutter, also in dem Fall von Sumu, gesagt bekommt, mach das nicht und er macht es trotzdem, dann ist das halt so. Aber wenn die Mutter dann wiederum mir ihr Geschenk gibt und mich die Kraft kanalisieren lässt, die Elemente zu beeinflussen. Ihr redet euch heraus. Wenn Boron will, dass du am Flug der Zehen stirbst, dann wird dir auch keine Magie der Welt helfen. Naja, außer Sumus Magie, selbstverständlich. Boltax, wie wär's, wenn du dich einfach nicht freiwillig meldest? Das hatte ich nicht vor. Es war mehr ein hypothetisches Konstrukt, das ich mir überlegt habe. Weil mich die Sache schon sehr interessiert. Der Feiertag liegt auch noch ein wenig in der Zukunft. Ich weiß nicht mal. Aber wahrscheinlich sind wir nicht mehr in der Stadt, wenn er Feierlaune hier in der Stadt anbricht. Vielleicht sollten wir erst erklären, wo wir hinwollen in der Landfahrt. Zur Plantage von Diamantes oder in ein nun ja angemessenes Hotel, eine Unterkunft. Werden wir eigentlich dann auch eure Familien kennenlernen? Ja, ich stelle euch natürlich meine gesamten 49 Brüder und Schwestern vor. Sind es eigentlich wirklich exakt 49? Habt ihr da keinen Schwund? Du warst lange von zu Hause weg. Wie viele davon wird es noch geben? Naja. Es gibt wie viele davon werden oder zwei neue, ja. Und wie viele davon werden durch Nachfolger ersetzt worden sein, die weder dich kennen, noch die du kennst? Naja, ich denke so ein oder zwei. Ich meine, einige sind ja auch immer unterwegs. Aber ich weiß ja auch eigentlich eure Eltern oder so, aber wenn sie bereits verstorben sind, dann vergesst, dass ich gefragt habe. Ja, das ist, ja, eine interessante Frage. Rafim hat keine Eltern. Er entstieg eines Tages einfach einer Blutpfütze in der Arena. Das habe ich auch gehört. Das klingt plausibel. Wirklich? Wenn ich ganz ehrlich bin, so vor meinem 10. Lebensjahr ist das Ganze etwas dunkel. Also ich habe keine Ahnung. Oh, das ist schon ein wenig merkwürdig, oder? Ach, naja. Man vergisst schon mal unwesentliche Details. Es sind ja nur 10 Jahre. Das ist ein Wimpernschlag. Dass man hier im Süden keinen allzu großen Wert auf eine gute Abstammung legt, hat man uns ja oft genug demonstriert. Also meine Eltern leben noch, zumindest soweit ich weiß. Aber ich habe sie lange nicht gesehen. Eigentlich nicht mehr, seit sie mich an den Tempel gegeben haben. Also meine Eltern leben auch noch und meine Großeltern leben noch und die 5 Brüder meines Vaters leben noch und die 10 Brüder meiner Mutter leben noch und meine 8 Geschwister leben auch noch, bis auf meinen Bruder, den ich ja unglücklicherweise verloren. Naja. Nun seht ihr meine Eltern? Ja? Ja. Ich bin mir sehr sicher, ich weiß, wer meine Eltern sind. Ja, das Gefühl habe ich auch, Yalan.
Das sollt ihr auch sicher sein. Es wäre schlimm, wenn ihr das nicht wüsstet. Ihr spracht einige Male von eurem Schwertvater, wenn ich mich erinnere. Genau, mein Schwertvater, Gregor von Weidenstrachenstein. Ein sehr ehrenvoller Mann, bis ihn die Orks gekriegt haben. Naja, wie ehrenvoll kann man schon sein, wenn man Drache im Namen hat? Nun, nein, er hat ihn nicht im Namen, er wohnt nur da. Es ist sein Lebensgut. Keine Entschuldigung. Nun, Diamantis, welches Hotel könnt ihr uns empfehlen? Ein gutes, das Beste am Platz vielleicht? Vielleicht nicht das Beste am Platz. Wir sind jetzt seit Monaten auf diesem verdammten Schiff. Genau, Abelmir, und seit Monaten müssen wir eine Mannschaft bezahlen, um den Geld reinzukriegen. Nun, das wird die schon regeln irgendwie. Beste Hotel am Platz. Von solchen Orten habe ich mich bisher immer ferngehalten, aber auf den Straßen hört man natürlich von guten Hotels. Perle voller Anför, dort sollen sich nur die Reichsten und die Granden leisten können, ein Zimmer zu holen. Aber wo das liegt, kann ich euch nicht sagen, Kapitän. Und das wird sich sicherlich finden. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn es Perle heißt, wird es in der Mitte der Stadt liegen, weil die Perle liegt ja auch in der Mitte von der Muschel. Ja? Sollte es nicht eher am Hafen liegen, weil Perlen aus dem Meer kommen? Ach. Es wird wahrscheinlich am Hauptplatz liegen, vermute ich. Wir können sicherlich eine der Spelunken am Hafen besuchen, aber dort unterkommen sollten wir nicht. Vor allem nicht mit den ganzen wertvollen Sachen, die wir dabei haben. Und die werden wir kaum in die Stadt schleppen. Auf dem Boot ist das meiste am besten aufbewahrt. Schiff! Warum sag ich Schiff? Müssen wir uns jetzt eigentlich Sorgen wegen unserem Schiff machen? Ihr sagtet so etwas, dass es schlecht ankommen könnte, wenn wir mit einem Schiff horasischer Bauart hier auftauchen. Nun ja, wir haben ja die Parlamentärsflagge, die Flagge von Janka gehisst. Wir kommen als Emissäre, könnte man sagen, aus Sorgan. Bislang hat man sich noch nicht bemüht, uns abzufangen. Und jetzt wäre es so oder so zu spät, das noch zu tun, bevor wir einlaufen. Wir werden sicherlich missmutige Blicke auf uns ziehen, aber sobald sie sehen, dass sich die Dukatengarde auf Deck positioniert haben, wird niemand wagen, großartig was dagegen zu sagen. Vielleicht einige schnippische Kommentare. Wenn ich eure Beschreibung eurer Heimat richtig deute, würde ich vermuten, dass sie versuchen werden, uns auf jeder erdenklichen Weise die Taschen leer zu machen. Nun, das ist sowohl hier im Hafen so, oder? Oh, ihr meint, vielleicht die wollt Gräume? Ihr euch erdolchen. Ja, Gräume. Oh. Und das solltet ihr aber nicht übel nehmen. Jeder, der neu in die Stadt kommt, wird versucht, ausgenommen zu werden, erdolcht zu werden, in der Gasse gezogen. Das ist einfach die Stadt, das liegt nicht an euch. Ihr meint, so wie in Fasar. Oder so wie in Janka. Oder so wie in Alberon. Oder so wie in Kunchom. Nun, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, wurden bis jetzt in jeder neuen Stadt angegriffen oder versucht worden zu ermorden. Zugegeben nicht. Ich hoffe doch, dass es wenigstens etwas subtiler ist als in Janka. Zugegeben nicht in Xordash. Nein. Tatsächlich eine sehr entspannter Besuch. Erinnert euch auch an dieses Parfum? Wie ist es? Grottenduft? Oder? Nein. Ich glaube, es war Stollen Nummer 6. Stollen Nummer 5. Das war ein Angriff. Angriff? Es war ein Geschenk von Boltax. Ich denke, er meint damit einen Angriff auf seine feinfühligen horasischen Empfindlichkeiten. In der Tat. Aha. Nun, wenn das so ist, dann gibt es eben keine Geschenke mehr, Abelmir. Nun ja, nicht in dieser Art. Nein, keine. Wenn du das nicht wertschätzt, dann schätzt du mich nicht wert. Ihr seid zu empfindlich. Das müsst ihr mit eurer Nase gerade sagen. Und damit meine ich nicht eure Nase. Pah. Ja, aber wir laufen jetzt gleich auf die schwarze Festung zu. Soll ich das Reden übernehmen oder will Abelmir sich erst eine einfangen? Warum sollte Diamantis nicht die Verhandlungen übernehmen? Ich denke, dies könnte uns eine gewisse Menge an Dukaten einsparen. Oh, und verhindern, dass wir in Brand gesetzt werden. So glaubt ihr, dass man uns in Brand setzt? Ich kenne Abelmirs Verhandlungsgeschenk. Ja, na gut. Außerdem, Captain, wir müssen noch die Bücher für die letzten 2 Monate überprüfen. Ihr schiebt das seit Wochen für euch her. Ja, in der Tat. Diamantis, ihr regelt das. Lass die Fahne von Zaugern und Janka setzen. Sie werden es wohl nicht wagen, ein aranisches Schiff anzugreifen und zu versenken.
Natürlich, Kapitän. Ich kümmere mich darum. Und sorgt vielleicht dafür, dass Haaswolf was zu tun hat währenddessen, ja? 5 kahle, schwarze Felsen liegen eine halbe Meile vor der Küste. Jeder gekrönt durch eine waffenstarrende Basaltfestung. Zwischen ihnen verlaufen die Fahrrinnen, die den Alanfaner Hafen anlaufen. Unter Wasser gesichert durch mächtige, schrittlange Eisenspieße, gespickte Mahagonipfähle, die den Bauch eines Schiffes auch von der Drachentöter mühelos aufreißen können. Die eigentliche Fahrrinne sind so nur mit einem Lotsen zu befahren. Ihr könnt an dem kleinen Hafen, an dem Kai, anlaufen und festmachen. Neben euch könnt ihr weitere Schiffe sehen, von Horasiern, von Bornländern, von Kunchomern. Aber alanfanische Schiffe findet ihr hier keine. Die werden durchgewunken, kann euch Rafim erzählen. Oh, ist das nicht schön? Schaut euch mal die Festung an, alanfanische Baukunst. Oh. Ja, das sieht schon ganz solide aus. Diamantes, kommst du jetzt? Ich denke, wir sollten relativ schnell vorstellig werden. Ja, warte. Diamantes holt sich noch eine Zigarre aus und zündet die an. Eine Carinor in der... Die erste Carinor in der Heimat. Die schmeckt besonders. Rafim, kann ich dir auch eine anbieten? Oh, du weißt doch, dass ich da nie Nein sagen kann. Mich wundert, dass ihr noch einen Vorrat habt. Rafim kriegt jetzt meine letzte. Ich dachte, habe ich 2, die ich mir extra aufbewahrt habe. Jetzt, da wir in der Stadt sind, kann ich mir einen neuen Vorrat anlegen. Und mit der Heuer, die ich hier bekommen habe, wird das wohl für die nächsten, sagen wir im Vorrat für die nächsten 2 Jahre. Das sollte passen. Mal gucken, wie sich der Preis entwickelt. Karinor wird ja nur teurer und teurer und teurer. Aber sagtest du nicht was, sagtet ihr nicht was, dass ihr einen Carinor kennt? Vielleicht kann er da ja am Preis was machen. Ah ja, Kiaras, aber den haben wir schon ewig nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe einen Brief an ihn geschrieben hierhin. Ich weiß nur nicht, ob er ihn gelesen hat. Ich weiß nicht, ob er hier ist. Aber wenn er hier ist und ihn gelesen hat, dann trifft er sich vielleicht mit uns. Aber ihr wisst ja, wie die Granden sind. Wenn ihr den Steg betretet, könnt ihr vor euch unglaublich viele Sklaven oder auch Beamte sehen, die hier herumwuseln, entweder Kisten tragen oder sie tragen lassen und mit verschiedenen anderen Leuten, Händlern sprechen, ihnen versuchen, die letzten Dublonen aus dem Ärmel zu leiern. Also auch bereits hier auf dieser kleinen Festungsinsel schon eine ganze Menge los und Rafim kann auch erkennen, wie ein kleines Kontingent der Basaltfaust, sprich 2, 3 Basaltfäuste, wohl anwesend sind, wie die Fahne verkündet, die über einem der Gebäude